Willkommen beim Landwirtschaftssimulator. Wir sind auf Felsbrunn und haben hier haufenweise Anhänger vollgeladen mit Silage. Genau, da ist einer und der hier müsste auch voll sein. Lass ich mal hier hochklettern. Kommt man hier nicht hoch? Doch. Genau, randvoll Silage. Upsa. Gut. Und das bisschen hier müssen wir jetzt noch zusammenschieben und dann können wir den ganzen Mist verkaufen. Mist im wörtlichen Sinne. So. Halt, falsche Seite. Einfach da liegen bleiben. Naja, besser als gar nicht. So, was machst du jetzt? Ha, ich weiß was. Dich schicken wir mir auf unser neues Rübenfeld. Da fehlt nämlich noch eine Düngestufe. So. Einmal fröhlich aufladen. Perfekt. Ups. Wow, das sieht ja schon richtig gut aus. Hallo, ihr Rüben. Viel Spaß, Johnny. So, siehst du, wie viel ist denn hier jetzt eigentlich noch drinne? 15.000. Wow. So. Dann würde ich sagen, fahren wir das hier erstmal weg. Ein Glück, dass ich geguckt habe. Johnny arbeitet.
viel Geld haben wir jetzt? 26.000. Vielleicht sollten wir uns mal überlegen, noch einen Traktor zu holen. Guten Morgen. Ah ne, guten Abend. Das ist ja schon fast 8. Jetzt muss ich aber beeilen. Die Tagesschau kommt in 7 Minuten. Da willst du zu Hause sein. So. Rückwärtsgang rein und... Ah. Jetzt kommen wir der Sache schon näher. Und raus mit dem Mist. Wie steht eigentlich gerade der Preis? Mist, Mist, Mist. Da. Silage. 331. Ja, da kannst du über dein 113 nicht nachkommen. Dann laden wir noch die 15.000, die noch im Silo sind, schnell auf. Und dann wird das Silo umgetauscht. Dass wir endlich dieses Gehampel mit den zwei Spuren, das funktioniert sowieso nicht. So. Moin, guten Abend. So. Jetzt probiere ich mal, ob ich das gleich mit dem Ladewagen wieder... einsammeln kann. Super! 12.000. Weg sind sie. So. Jetzt machen wir noch die hier drüben. Wenn ich jetzt F1 drücke, Füllstand Hexe gut 0. Mehr gibt es hier nicht. Perfekt. So. Jetzt kommt dieses Lager weg. Schweren Herzens. P. Garage. Da ist es. Kleines Doppelfahrsilo. Verkaufen. So. Ach, sieh an. Siehst du, jetzt liegt hier nämlich noch Schrott rum. So. Jetzt wollte ich zwei Dinge... gucken. P. Gebäude. Als erstes Silo. Heulager. So. Hier ist nämlich dieses große Doppelfahrsilo. Sowas werden wir uns dann hinstellen. Vielleicht auch das mittlere. Mal gucken.
Weil das hier hat ja nicht funktioniert. Aha. Nein, und zwar wollte ich jetzt gucken. Nein. Bauernhofsilo. Befüllbarer Flüssigdünger. Getreidesilo. Hier. Silolagerung von Saatgut, Kalk und Dünger. Da können wir dann nämlich den ganzen Kalk unterbringen. Oh, hier. Sowas wäre ja schön. Ah, hier ist das Multilager. Warum ist das im... Das wollte ich ja nicht mehr nehmen. Okay. Wie groß ist jetzt eigentlich, also muss ich mal gucken, welches hiervon ich da nehme. Wie groß ist jetzt das Ding hier eigentlich? So groß. Das könnte ich hier hinstellen. Wie weit muss das weg? Wie bitte? Das kollidiert hier mit einem anderen Objekt? Ach, das verkaufte Silo wird doch als Objekt gesehen. Okay. Also kann ich das hier gar nicht nutzen. Es müsste eigentlich hier stehen. So. Oder auch um 90 Grad gedreht. So. Hier müsste das hin. Aber es kollidiert mit irgendwas. Hier kollidiert es nicht. 32.000. Da kann ich dort meinen Kalk abladen, dann kann ich hier den Kalk aufladen. Aber warum geht das hier nicht? Womit kollidiert es? Mit der Laterne? Ich baue es hier hin. Bing! So, super. Dann kann ich hier nämlich den Kalk abladen. Dann kann ich hier den Kalk aufladen. Problem solved oder wie das heißt. So. Jetzt muss ich Folgendes machen. Jetzt muss ich hier mal aufräumen. Ach so, erstmal muss ich gucken, wie weit dieses Feld da drüben ist. Erntereif. Super. Und Johnny ist auch fertig. Ja, perfekt. Alles klar, dann. Räumen wir mal hier ganz schnell auf. So. Und der Rest da muss auch hoch.
Was zum Geier? Das wird ja immer mehr. So hat man jetzt aber nicht gewertet. Ich will den Mist loswerden. So. Okay. Jetzt ist die Fläche hier sauber. Jetzt nehme ich noch das Gewicht hier weg. Und fahre den Trecker in Deckung. Und dann können wir das neue Lager holen. Stopp. Der hat miese Bremsen. So. P. Silo. Großes Fahrsilo. Kleines Fahrsilo. Also dafür, dass es klein ist, ist es ziemlich groß. Wäre doch eine Idee. Das klatschen wir hier hin und haben keine Probleme mehr. Aber ich gucke mal, wie groß das hier. Ja, du hast nicht genügend Geld. Ich will ja auch nur gucken. Gucken kostet ja nichts, oder? Ja, gut, bei euch schon. So. Das würde so groß sein. Wie viel Kapazität hat denn das? Steht das nirgendwo? Ja, du hast nicht genug Geld. Ich will doch nur gucken. Wenn du mir sagst, wie viel Kapazität das hat. Aber ich würde sagen, so läuft's doch gut. So. Perfekt. Das ist unser neues Silo und da kommt das ganze Gras jetzt rein. Den Kalk schiebe ich mal schnell an die Seite. So. Jetzt kann ich die Schaufel hier abstellen. Oh, das passt ja wunderbar. Oh nee, warte ich. Da versperre ich mir die Rücksicht. Die stelle ich hier hin. So. Ich würde aber sagen, das können wir so machen. Ups, Entschuldigung. Hat keiner gesehen, da war das Dach vor. Mist.
Okay, das ist das internationale Zeichen für Zeit, Feierabend zu machen. Wenn man hier schon seinen Feierabendstuhl über den Haufen wirft, wo sind die Dinger? Hier. Mein Gott. Das Ding gleich wieder ordentlich stellen. So. Kann nicht sein, dass ich die aus Versehen kaputt mache. Okay, dann würde ich sagen, macht's gut. Bis zum nächsten Mal. Ha. Wir haben ein neues Rostsilo. Juhu. See you later.